Ein typischer Posterboy war er nie so wirklich. 2013 gewann er als 23-Jähriger mit dem FC Bayern die Champions League. Doch der große Star, der Liebling der Massen, das war Toni Kroos in München nicht. Was auch an seiner eher introvertierten Art liegen mochte, Kroos ist der Gegenentwurf von Extravaganz. Er ist kein Medienmensch, er spricht lieber auf dem Platz. Wertschätzung, die ihm in Deutschland bisweilen verwehrt blieb, holt sich der 24-Jährige nun bei Real Madrid. Die wankelmütige spanische Presse lobt Kroos in den Himmel. Viele sind überrascht von den Leistungen des deutschen Mittelfeldregisseurs, sogar sein Trainer. Ich denke, Toni Kroos war der beste Spieler auf dem Feld. Er hat sein erstes Tor erzielt und mich wirklich überrascht, weil er ein unglaublich hohes Spielniveau gezeigt hat. Flog Kroos in der breiten Öffentlichkeit oftmals unterhalb des Radars, war er doch schon immer eines: Liebling der Trainer. Sein einstiger Förderer bei Bayer Leverkusen und später in München ist nach wie vor Fan. Toni Kroos spielt fantastisch. Er spielt super Fußball. Er hat seine Bestimmung gefunden. Er ist der Taktgeber im Mittelfeld von Real Madrid. Und das soll schon mal was heißen, weil da spielen nur super Spieler. Und er hat sich wunderbar integriert und muss sagen, auch in der Position, wo Toni spielt, praktisch im defensiven Mittelfeld neben Modric, besser kann man es gar nicht machen. Mit 24 Jahren hat Kroos bereits nahezu alles gewonnen. Als Weltmeister ging er nach Madrid und avancierte prompt zum Taktgeber im Mittelfeld. Das nächste große Ziel, die Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Der EM-Titel soll her. Auch unter Jogi Löw spielt Kroos mittlerweile die erste Geige. Und das unangefochten. Toni Kroos, natürlich jetzt auch der Mann im Mittelfeld, der die Mannschaft so ein bisschen führt, der die Angriffe einleitet, der dort so ein bisschen das Bindeglied ist zwischen Abwehr und Mittelfeld. Das hat er ja auch zuletzt in den letzten ein, zwei Jahren bei uns überragend gut gemacht. Also er hat riesige Fortschritte gemacht. Toni Kroos ist auf dem besten Weg zum Weltstar. Vielleicht ist er das still und leise aber auch schon geworden. Nur diesen Typus Posterboy, den wird Kroos wohl nie verkörpern. Aber vielleicht ist es auch genau das, was die Trainer neben seinen fußballerischen Fähigkeiten so an ihm lieben.